Ich freue mich, dass ich heute das Vergnügen und die Ehre habe, im Namen des Vereins begrüßen zu dürfen, zu einem Vortrag, der vielleicht am Vorabend einer stärkeren Restriktion noch sein wird. Aber wir freuen uns, dass wir es zumindest live und hybrid heute wieder anbieten können. Und es ist mir eine besondere Freude, auch heute meinen Kollegen Christian Klösch vom Technischen Museum begrüßen zu dürfen, der uns in diesem Vortrag etwas zur Automobilgeschichte, zur NS-Geschichte, Zeitgeschichte erzählen wird. Ich darf zu seiner Biografie sagen, er stammt aus Wolfsberg in Kärnten, hat in Graz Philosophie und Geschichte studiert, später dann in Wien das Studium fortgesetzt und er ist seit 2005 mit der Provenienzforschung bei uns, darf ich jetzt sagen, im Technischen Museum betraut und dort eigentlich unser Experte für dieses Thema. Zudem ist er auch Kustos bei uns im Museum für Mobilität verantwortlich, für einen Teilbereich der Abteilung Mobilität verantwortlich. Und in Summe, so darf ich das zusammenfassen, kommt heraus eine Expertise aus Zeitgeschichte, Mobilitätsgeschichte, die, glaube ich, gar nicht so häufig in Österreich, wenn nicht sogar einzigartig in Österreich ist. Und das freut mich deswegen besonders, dass wir heute hier einen Vortrag über dieses spezielle Thema hören können. Zu seinen Publikationen. Es gibt hier die direkt mit unserem heutigen Vortragsthema zusammenhängende Publikation Inventar Nummer 1938. Das ist ein Band, der sich mit dem Thema Provenienzforschung, Arisierung und Objekte im Technischen Museum beschäftigt. Eine zweite Publikation, die ich noch erwähnen möchte, aus der Zeitgeschichte heraus über Irene Harrand, Widerstandskämpferin, 2004 erschienen, und auch etwas über das Wiener Exilkabarett From Vienna, hier der Titel aus dem Jahr 2003. Christian Klösch stammt aus Wolfsberg in Kärnten. Auch hier ist er in die Regionalgeschichte, Lokalgeschichte sehr stark verankert mit seinen Forschungen und mit seinen Arbeiten. Auch hier gibt es Veröffentlichungen von ihm, wichtige: Des Führers heimliche Vasallen. Es geht um den Juliputsch 1934 im Lavantal, auch eine wichtige Veröffentlichung. Und auch über die Lagerstadt Wolfsberg aus dem Jahr 2013. Also diese Verschränkung auch aus Stadtgeschichte, Regionalgeschichte ist, glaube ich, ein sehr spannender Mix, der seine Forschungen auszeichnet. Ja, mit dieser Einführung darf ich dich, lieber Christian, bitten. Danke, dass du gekommen bist und bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die nette Vorstellung. Es freut mich besonders, dass der Peter als Zimmernachbar sozusagen, wir teilen uns ja das Zimmer im Museum, also die Einführung da gemacht hat, weil es ist sozusagen, ich profitiere sehr viel von seiner Stadtforschungsexpertise und die Gespräche, die wir da immer wieder führen, beim Café oder in der Früh. Das sind für mich sehr, sehr wichtige Gespräche, aber auch inhaltlich sehr anregend sind. Ich fange an, also vielleicht erkläre ich ganz kurz, wie ich dann zu dem Thema gekommen bin, also über Kraftfahrzeugbesitz in Österreich oder in Wien auch im Speziellen zu forschen. Es ist aus der Provenienzforschung heraus entstanden, weil wir ja auch im Museum an die 80 Kraftfahrzeuge haben und wo auch sich herausgestellt hat, dass sich da zwei bis drei Fahrzeuge befinden, die 38 arisiert worden sind, also die in jüdischem Besitz waren, und wo wir dann sozusagen Provenienzforschung begonnen haben. Und die Provenienzforschung hat sich dann so eigentlich interessant gestaltet, dass das also eine der wenigen Objektgattungen im Technischen Museum, wo man wirklich Provenienzforschung systematisch machen kann, weil Fahrzeuge haben Motornummer, Fahrgestellnummer, haben Autokennzeichen, damit dieser Fahrzeug eindeutig identifizierbar, auch noch nach Jahrzehnten. Und bei anderen Objekten des Alltags gibt es zwar auch immer Herstellernummer,
Bei jedem Grammophon gibt es eine Herstellernummer oder beim Radio, aber wer schreibt sich die schon auf oder wo ist die sonst noch irgendwo, also auf der Rechnung des Gerätes vielleicht, aber es gibt nirgendwo irgendeine behördliche Eintragung dazu, was bei Kraftfahrzeugen halt anders ist. Und da haben wir dann ein Forschungsprojekt gemacht, auch zusammen mit dem Deutschen Museum in München, wo wir die sozusagen den Zug von Kraftfahrzeugen in Österreich 1938 folgend untersucht haben. Und als Nebeneffekt haben wir dann auch, also der Kollege, der Oliver Küschelm, war dann in München und hat dann auch den Kraftfahrzeugbestand des Deutschen Museums für die Provenienzforschung untersucht. Und als Nebeneffekt oder so als Ergebnis sind zwei Datenbanken entstanden. Das eine ist eine Datenbank zum NSKFZ-Raub und das andere ist eine Datenbank zum allgemeinen Automobilbesitz in Österreich vor 1938. Und das war sozusagen der Start für dieses Projekt. Und das hat sich dann immer mehr sozusagen in den letzten Jahren auch verselbstständigt oder erweitert, auch zeitlich, sozusagen zurück mehr in den Beginn des Automobilismus um 1900 und auch sozusagen nach 1945. Und ich möchte Ihnen sozusagen heute Abend einen kurzen Querschnitt geben über diese Forschungen oder auch über diese Materie, die also sowohl vom Technischen Museum her interessant ist, also auch, glaube ich, für die Verkehrsgeschichte. Kann ich da jetzt die PowerPoint bei mir einfach öffnen? Ja, Sie sehen einfach, das noch? Einfach weiter drücken. Ja, passt. Es war nur nicht um. Okay, ich fange an mit dem privaten Automobilbesitz in Österreich. Sie kennen Siegfried Markus, den Markuswagen, das ist sozusagen lange Zeit in Österreich gewesen, das erste Automobil, auch weltweit, stimmt leider nicht, ist Benz, das Dreirad von Benz ist 1886 gebaut worden und ist eines der frühesten, ist wesentlich, also um 2 Jahre früher als der Markuswagen, der 1888 gebaut worden ist. Und der Siegfried Markus ist mit dem Fahrzeug auch nicht viel in Wien herumgefahren. Es ist eher so ein Prototyp gewesen. Deswegen setzen wir sozusagen an den ersten privaten Automobilbesitz. Der hat es dann sozusagen 1893 gegeben. Da hat ein Marinemaler aus Bregenz, der Eugen von Zardetti, bei Benz ein Dreirad erworben. Und zwar war das im März 1893. Und wenig später hat auch der Baron Theodor Liebig aus Böhmen ebenfalls ein Benz-Dreirad erworben. Und das sind sozusagen die beiden ersten, wahrscheinlich die beiden ersten Fahrzeugbesitzer in Österreich. Woher wissen wir das so genau? Das neue Wiener Tagblatt hat 1911 oder was 12 einen Aufruf gestartet. Die Leute sollen sich melden, wer das erste Automobil in Österreich besessen hat. Und da haben sich so an die 20, 30 Personen gemeldet, unter anderem auch der Eugen von Zardetti und der Theodor Liebig. Und der Eugen von Zardetti konnte ganz dezidiert nachweisen, dass es der 19.3. war, wo er das Auto in Deutschland übernommen hat. Und der Baron Liebig hat gesagt, es muss im März 1893 gewesen sein. Und aufgrund der Motornummer auf der frühen hat man dann gesagt, okay, das ist der Zardetti. Und dieses Fahrzeug befindet sich auch heute im Technischen Museum. Ja, es ist das. Allerdings, wenn Sie es anschauen, also er hat es als Benz Dreirad gekauft. Das ist ein Vierrad. Es geht die Geschichte, dass er 1898 dieses Fahrzeug umbauen hat lassen, so ein Vierrad. Ob wir das jetzt trauen oder glauben sollen, wissen wir nicht. Jedenfalls, ja, also es ist möglicherweise das erste Auto, aber es ist verbrieft, dass er zumindest der erste Besitzer eines Automobils war in Österreich. Es ist, also vorne hat es ein Rad gegeben und das ist dann erweitert worden. Und zwar, es war ein bisschen instabil auch, mehr als drei Rad. Schon ganz früh
gibt sozusagen Kritik an den Autofahrern. Also diese Kritik, also in die Presse ist eigentlich voll mit Kritik, wo sozusagen von den Benzinwildlingen geredet wird oder von den Automobilwildlingen. Das ist damals, haben sozusagen die Autofahrer das übernommen, das Image, was die Radfahrer davor gehabt haben. Davor sind die Radfahrer, waren die Wildlinge, die sozusagen Verkehrsunfälle oder irgendwie verursacht haben. Und nachgewiesen, dass die erste verkehrstote Automobil ist die Frau Bridget Driscoll aus London, die im August 1896 erstes Opfer eines Verkehrsunfalls wurde und dabei getötet wurde. Und schon damals hat man sozusagen ist weltweit und auch war die Diskussion, die Fahrzeuge brauchen Kennzeichen, um die Fahrzeuglenker identifizieren zu können und auch zur Rechenschaft zu ziehen. Und das ist eine Diskussion, die über Jahre geht. Interessant ist von Neuen Wiener Tagblatt eine Meldung von 1900. So steigt denn im Hintergrund der Ereignisse fast unvermeidlich der Nummernzwang auf. Gerechte und Ungerechte werden unter einer Verordnung zu leiden haben, deren Wert gerade bei besonders krassen Übertretungen ein problematischer ist. So hat man das sozusagen benannt. Die Diskussion um die Nummernschilder war auch die, kann man überhaupt, wenn ein Fahrzeug mit 30, 40 km/h vorbeifährt, das noch lesen? Also wo bringt man die Nummer an? Bringt man sie hinten an, vorne an oder auf der Seite oder auf allen vier Teilen? Und wie groß muss das sein? Also die Diskussion war sehr ausufernd. Die Automobilzeitung hat da es kam auch zu Lynch-Szenen. Also da in der Automobilzeitung von 1900 wird ein Vorfall in Paris abgebildet, der offenbar hohe Wellen geschlagen hat weltweit. Da hat ein Autofahrer eine Passantin verletzt und wollte Fahrerflucht begeben, woraufhin die umstehenden Passanten ihn gestoppt haben und fast gelyncht hätten. Das war sozusagen, also die Autofahrer, die Herrenfahrer von damals hatten kein gutes Image, die ersten. Deswegen gab es schon damals sozusagen die Kfz-Kennzeichen. Also ich habe Ihnen da jetzt eine Aufstellung gemacht, wann ungefähr die ersten Kfz-Kennzeichen entstanden sind. 1893 Paris waren schon die ersten. Im Deutschen Reich waren es Baden 1896. Da wurden für Fahrräder, aber auch für Motorfahrräder, also sozusagen für Motorräder, Kennzeichen eingeführt, aber nicht für Automobile. In Hessen 1898 für Fahrräder und ab 1900 für Automobile. Belgien ebenfalls 1900, Frankreich 1901. Und zwischen 1900 und 1905 haben fast alle Bundesstaaten des Deutschen Reiches dann Kraftfahrzeugkennzeichen eingeführt. Und in Österreich war es dann ab 01.01.1906 soweit. Da hat es eine Verordnung gegeben, das Ministerium für Inneren, wo dann diese Kraftfahrzeugkennzeichen vergeben worden sind. Und gleichzeitig auch ab erst, also 1906 im Oktober, hat es dann für das Deutsche Reich eine einheitliche Regelung gegeben. Also davor haben sozusagen die einzelnen Staaten des Deutschen Reiches ihre eigenen Kraftfahrzeugkennzeichen, je nachdem, wie sie es wollten, gemacht. Und dann ab 1900, also ab Oktober 1906 gab es dann das einheitlich. Es gibt eine sehr interessante Publikation. Also es gibt ein paar international auch Leute, die sich mit dem Thema Kraftfahrzeugkennzeichen auseinandersetzen und auch publizieren drüber. Und einer davon ist der Herr Herzfeld aus Deutschland, der zwei Bände über die Kfz-Kennzeichen veröffentlicht hat. Und im ersten Band ist da auch sehr viel über die österreichisch-ungarische Monarchie drinnen und auch über Österreich. Anzahl der Kraftfahrzeuge um 1907. Das Interessante ist, es gibt in Österreich keine Kraftfahrzeugstatistiken. Die sind erst in der Ersten Republik eingeführt worden. Sehr genaue Statistiken gibt es von 1930 bis 1937, 38, aber davor praktisch nicht. Also wir können nur irgendwo, wir wissen nicht sozusagen von amtlichen Angaben her, wie viele Fahrzeuge unterwegs waren. Es gibt immer wieder in der Presse Meldungen über die Fahrzeuge in anderen Ländern. In Großbritannien hat es offenbar um 1907 schon 100
24.000 Kraftfahrzeuge gegeben, also Automobile und Motorräder. In den USA 90.000, in New York allein um 1907 7.000 Fahrzeuge, in Paris 5.000, im Deutschen Reich, da wird schon weniger, 11.000 Automobile und ca. 14.000 Motorräder. Und in Wien, jetzt greife ich ein bisschen vor, hat es um 1907 um an die 1300, also 1.344 Automobile gegeben. Bitte? Das ist viel. Wenn man es vergleicht, also damals war ja Wien, glaube ich, die vierte oder fünftgrößte Stadt der Welt. Wenn man es vergleicht mit London, Berlin, Paris, New York, dann ist es eher wenig. Also New York sieht man 7.000, Paris 5.000. Das sind die, es ist wahrscheinlich von den großen Millionenstädten, ist Wien sicher da an letzter Stelle. Also 1906 ist es sozusagen für den ganzen österreichischen Teil der Monarchie, sind diese Kraftfahrzeugkennzeichen eingeführt worden, für den ungarischen Teil nicht. Die Ungarn haben erst ein paar Jahre später Kraftfahrzeugkennzeichen eingeführt. Die Kronländer des österreichischen Teils der Monarchie haben sozusagen diese, jedes Kronland hat einen eigenen Kennbuchstaben bekommen, Wien A, eigentlich Niederösterreich, aber es hat zwei Ausnahmen gegeben, also Niederösterreich mit B und Wien, was ja Teil von Niederösterreich war, hat er A bekommen. Und bei Prag hat es auch die Ausnahme gegeben, er ist eigentlich Teil von Böhmen, aber Böhmen hat O bekommen und Prag als Stadt hat er N bekommen. Also da sieht man auch, dass Wien und Prag waren sozusagen die Zentren der Automobilität in dieser frühen Zeit. Und was auch auffällt, es gibt kein I. Offenbar ist es mit dem J zu sehr zu verwechseln gewesen und auch kein G. Das ist erst 1908 dazugekommen, das war dann Bosnien-Herzegowina, der praktisch erst, also nach der Annexion 1908, ist es dann sozusagen Teil geworden und hat dann auch ein eigenes Autokennzeichen bekommen, nämlich das G. Und was interessant ist, sozusagen, wenn Fahrzeuge aus Ungarn oder aus Bosnien nach Österreich, also in den österreichischen Teil der Monarchie, eingefahren sind und dies. Zum Beispiel ist es an der Grenzstation in Krain gewesen, das wäre, oder sagen wir Dalmatien, das ist, passt wahrscheinlich besser, Dalmatien. Dann hat dieses Fahrzeug ein M-Kennzeichen bekommen mit einer definierten Nummer, die extra vorgesehen war für Grenzübertritte. Und auf dem Fahrzeug musste dann ein rotes G aufgemalt werden für Bosnien-Herzegowina und für die Ungarn ein U, ein rotes. Das war sozusagen die Regelung. Im Jänner 1906 sind diese Nummerntafeln ausgegeben worden. Also ab 1. Jänner hat man dann in die Rosauerlände, also zur Polizei fahren können, hat dort sich eine Nummer abholen müssen und gleichzeitig ist aber auch die Führerscheinpflicht eingeführt worden. Also jeder, der mit seinem Auto vorstellig geworden ist für eine Autonummer, musste auch einen Führerschein machen. Und die Führerscheinprüfung hat sich so angeschaut, dass man in der Kaserne drinnen im Hof rückwärts und vorwärts fahren musste. Und dann hat es eine Ausfahrt gegeben mit einem Polizisten zum Floridsdorfer Spitz und dann in den Prater. Und wenn man das unfallfrei und ohne irgendwelche großen Probleme absolviert hat, hat man dann einen Fahrerlaubnis bekommen. Und bis zum 19. Jänner haben an die 600 Herren, so wird das verzeichnet, diesen Führerschein abgeschlossen und zwei Herren haben das nicht geschafft, die Prüfung. Das wird auch noch in der Zeitung erwähnt. Was in der Zeitung auch herauskommt, dass man überrascht war, dass eigentlich für Wien und Niederösterreich im Jänner nur 737 Nummerntafeln vergeben worden sind. Also man hat eigentlich mit wesentlich mehr gerechnet. Man hat eigentlich vorher nicht gewusst, wie viele Fahrzeuge sind in Wien eigentlich unterwegs oder überhaupt in Niederösterreich und in Wien. Und man hat irgendwie mit 1000, 1500 gerechnet und die 737, da war man etwas enttäuscht. Das sind auch 300, also insgesamt sind es 306 Automobile gewesen und 275 Motorräder.
Und das Interessante war, dass aber auch Fahrzeuge und Motorräder, die bei den Händlern eingestellt waren, also Fahrzeuge zum Verkauf, mussten auch von den Händlern angemeldet werden und da wurden auch schon Autonummern vergeben. Und das waren, also bei den Wiener Händlern sind im Jänner 1906 sind 95 Automobile und 51 Motorräder vorrätig gewesen. Bis Ostern hat sich das dann erhöht auf 694 Automobile und Motorräder und gleichzeitig hat man auch mit dem Führerschein, mit der Kennzeichenpflicht auch die Kraftfahrzeugsteuer eingeführt, die für Automobil 50 Kronen im Jahr waren. Wenn man es umrechnet, sind es 337 Euro im Jahr. Für ein Motorrad waren es 5 Kronen. Auch Anschaffungskosten habe ich Ihnen zusammengestellt. Ein Motorrad hat umgerechnet 4.000 Euro gekostet, ein Motorrad mit Beiwagen 6.000 Euro. Automobile waren zwischen 34.000 und 203.000 Euro zu haben. Also die Luxusautomobile waren dann schon recht teuer. Vor allem auch eingedenk der Tatsache, dass diese Fahrzeuge auch nicht lang gehalten haben. Also oft war es so, dass sozusagen erst nach zwei Saisonen man schon das Fahrzeug wechseln musste, weil erstens die technische Entwicklung war in dieser Zeit rasant und da wollte man natürlich immer das neueste Modell dann haben. Und man kann sich dann schon vorstellen, dass es sozusagen für den Otto-Normalverbraucher eigentlich unerschwinglich war, sich alle zwei Jahre ein neues Fahrzeug um 50.000 Euro umgerechnet jetzt anzuschaffen. Diese Nummernlisten ab 1906 waren aber nicht öffentlich. Die sind bei der Polizei aufgelegen. Jetzt war aber wieder sozusagen, hat es interessanterweise eine Resolution im Reichsrat gegeben im November 1907, um das Treiben der Automobilwildlinge unter den Automobilbesitzern zu verhindern, wurde die Wiener Polizei aufgefordert, ich zitiere wörtlich, die wie eine schatzgehütete Liste der Automobilbesitzer zu veröffentlichen. Man wollte sozusagen wissen, wer ist da unterwegs auf der Straße. Nicht nur die Polizei sollte das wissen, sondern jeder sollte es wissen. Also wenn irgendjemand sozusagen irgendeinen Verkehrsübertritt macht, dann kann ich nachschauen in der Liste, der ist es gewesen oder diejenige und da kann ich mir jetzt beschweren gehen. Und das Interessante war, also es war im November 1907 und bereits Ende Dezember 1907 ist diese erste Liste dann veröffentlicht worden als Sonderbeilage der Allgemeinen Sportzeitung, die ja von also veröffentlicht worden ist vom, wie heißt der noch schnell da, Silberer, vom Silberer, der eine sehr wichtige Person, Persönlichkeit war, auch für den Automobilismus. Und jetzt wird natürlich das so dargestellt, dass ob die Automobilfahrer irgendwie so die großen Wildlinge waren. Und interessanterweise gibt es eine Statistik aus 1907 über die Unglücksfälle durch Pferde und Fahrzeuge in Wien, wo von Jänner bis Dezember, das ist in der Allgemeinen Automobilzeitung veröffentlicht worden, und man sieht, es hat in Wien 730 Verkehrstote gegeben, oder? Nein, 48 Verkehrstote, Entschuldigung, mit insgesamt 730 Verletzten. Die meisten Verkehrstoten waren durch Schwerfuhrwerke und durch die elektrische Tram. Bei den Automobilen dann waren es 5 Verkehrstote, aber bei der verletzten Zahl von 63 ist man immerhin an der dritten Stelle. Also es war wesentlich gefährlicher, sozusagen einem Schwerfuhrwerk zu begegnen oder einer elektrischen Straßenbahn als einem Automobil zur derzeitigen Zeit. Was allerdings wahrscheinlich da mitspielt, ist das psychologische Moment der Geschwindigkeit. Weil ein Fahrzeug, also eigentlich war die Richtlinie, ein Auto soll im Ortsgebiet nicht schneller fahren, als ein ausgeruhtes Pferd reiten können. Und das ist sozusagen, also die frühen Fahrzeuge haben auch nicht irgendwie diesen hohen Geschwindigkeiten, also Rennautos haben schon irgendwie 100 km/h auf den, also fahren können, aber im Stadtgebiet waren das sicher nicht mehr als 30 bis 50 km/h, wenn überhaupt. Aber offenbar
meine Vermutung ist es das, dass sozusagen die Menschen noch nicht darauf geeicht waren, auf diese Geschwindigkeit von diesen Fahrzeugen. Und wenn man sich sozusagen diesen berühmten Film von 1900, ich weiß nicht, wann ist der, 1896 von Wien anschaut, wo das am Ring sozusagen fährt eine Kamera, glaube ich, mit der Straßenbahn mit. Also man sieht, wie langsam eigentlich sozusagen die Gehgeschwindigkeit ist. Die Leute gehen kreuz und quer über die Straße, die Fiaker fahren langsam dahin. Und dass das mit dem Automobil dann schon einen sehr starken Kulturwandel und eine sehr starke Beschleunigung dann gegeben hat, auch wenn es nur die 30 km/h sind, die für uns sozusagen eigentlich nichts sind, aber für die damaligen Verhältnisse war das wahrscheinlich eine unerhörte Geschwindigkeit, die da war. Und was noch dazu kommt, ist auch, dass in der Frühzeit gerade des Automobilismus relativ viele Elektrofahrzeuge unterwegs waren, die man nicht gehört hat. Und auf das war man auch nicht gefasst, dass sozusagen irgendwo hinter einem ein Auto vorbeisurrt. Ja, also das waren alles so Punkte, wo dann in der Öffentlichkeit das Automobil eines oder die Autofahrer ein sehr schlechtes Image hatten. Ich bin wieder bei dem Viktor Silberer. Viktor Silberer ist ja so ein Tausendsasser in Wien gewesen um 1900. Journalist, Schriftsteller, Politiker, Luftfahrtpionier, Sportler, Sportfunktionär und Automobilist. Wir im Technischen Museum er war auch ein Ballonfahrer und wir haben ganz frühe, also wir haben die ersten Aufnahmen, fotografischen Aufnahmen, die von einem Ballon aus gemacht worden sind. Und zwar ist er im Prater aufgestiegen und hat die Rotunde fotografiert im Prater und andere Teile. Und diese Fotos, diese Originalfotos sind bei uns im Archiv. Es ist sehr interessant, er ist ein Tausendsasser gewesen und er war auch derjenige, der diese Automobilkennzeichenverzeichnisse drucken hat lassen und verkauft hat. Also zum einen in seiner Sportzeitung, Allgemeine Sportzeitung, wurden die immer wieder veröffentlicht und auch in seinem, also die Wiener Autonummern von 1914 und 1915 sind eine Veröffentlichung von ihm und die sind eigentlich, weil es eben keine Statistiken gibt, keine Automobilstatistiken aus dieser Zeit, sind diese Quellen, diese Kraftfahrzeugverzeichnisse, total wichtige Quellen für die Mobilität und Verkehrsgeschichte. Ich habe jetzt einmal diese Kraftfahrzeuge in Wien im Dezember 1907, also diese Liste, die in der Wiener Automobilzeitung veröffentlicht worden ist. Wenn man sich die näher anschaut, das sind da 1344 Automobile verzeichnet. Es gibt keine Unterscheidung in PKW, LKW, Autobusse oder Motorräder. Von diesen 1344 waren Großteil auf Privatpersonen angemeldet, also fast 80%. Der Rest waren Privatfirmen oder staatliche oder städtische oder staatliche Institutionen. Interessant ist auch sozusagen, dass 20 Fahrzeuge auf Frauen angemeldet waren, also von den 1344 1,5% auf Frauen angemeldet, 979 Fahrzeuge im Besitz von Männern. Das ist so, also das kann man nicht so sagen, dass dann sozusagen die 20 Frauen dann wirklich mit diesem Fahrzeug dann gefahren sind. Es waren vorwiegend adelige Frauen, die wahrscheinlich ihren eigenen Chauffeur hatten. Aber die sozusagen als Automobilbesitzerinnen in diesem Kraftfahrzeugverzeichnis verzeichnet waren. Über die Hälfte dieser Frauen waren eben Adelige und da waren Prinzessinnen, Fürstinnen dabei. Und auf Paula Edle von Souchin waren sogar drei Fahrzeuge angemeldet. Wie viele Frauen hatten Führerscheine? Das weiß ich leider auch nicht, weil aus den Unterlagen es war nur diese eine Nachricht vom Jänner 1907, wo sozusagen die ersten 600 Herren ihren Führerschein gemacht haben.
Weiß ich leider nicht. Was auch interessant ist, dass fast ein Drittel der Fahrzeuge im ersten Bezirk gemeldet waren. Also der erste Bezirk war sozusagen mit der höchsten Fahrzeugdichte in der österreichisch-ungarischen Monarchie. In großem Abstand folgten dann die Bezirke Erdberg, Wieden und Alsergrund. Und alle diese vier Bezirke zusammen, in diesen waren fast 60% aller Automobile angemeldet. Interessant ist sozusagen, heute ist ja der erste Bezirk jener Bezirk österreichweit, wo der geringste Automobilbesitz ist. Aber bis 1938 war es genau umgekehrt. Also da war die höchste Fahrzeugdichte vorhanden. Also auch in den 30er Jahren war das so. Hoher Anteil von Adeligen und Akademikern überrascht jetzt einmal nicht, weil aufgrund der Preise von diesen Fahrzeugen, also 9% der Fahrzeuge, 91 waren im Besitz, also 219 waren im Besitz von Adeligen und 91 im Besitz von Akademikern. Und das ist auch eine Konstante, die sich bis in die 30er Jahre durchzieht und halt vorwiegend auch im akademischen Bereich Personen überdurchschnittlich Automobile hatten. Die Berufsangabe, also von diesen, es sind 387 Mal ist in dieser Liste ein Beruf verzeichnet. Interessant die Autohändler, aber das überrascht jetzt nicht, weil sozusagen die Autohändler mussten ihre Fahrzeuge, die in den Geschäften waren, anmelden, ist die größte Zahl von der Berufsgruppe her. Aber dann folgen die Fabrikanten, Privatiers, Offiziere, Gutsbesitzer, Ingenieure, Direktoren und so weiter. Also sozusagen Leute, Personen aus der obersten Schicht. Ein Beispiel, der vielleicht ganz interessant ist, also wie das Kraftwerk, wie wir das online gestellt haben, haben wir auch einen Aufruf gestellt, dass die Leute oder die Personen uns Fotos von alten Fahrzeugen oder von aus dem Familienbesitz übersenden sollten oder zur Verfügung stellen. Es hat sich dann eine Frau Lehnhardt gemeldet, die hat dann erzählt, dass ihr Schwiegervater, der Ingenieur Julius Lehnhardt, war einer der frühen Automobilbesitzer in Wien. Er ist deshalb interessant, also auch weil er 1904 bei der Olympiade in St. Louis teilgenommen hat und dort zweimal Gold und einmal Silber im Turnen gewonnen hat. Und 1906 ist er wieder zurückgekehrt nach Wien und hat die Maschinenfabrik Lehnhardt und Wögerbauer in Wien 6 gegründet, die heute, glaube ich, noch besteht. Und im Kraftfahrzeugverzeichnis von 1915 waren zwei Automobile verzeichnet, unter anderem auch das hier abgebildete Fahrzeug. Und das Interessante ist, wir haben das dann auch veröffentlicht in dem TMW-Forum und dann hat sie eine Person gemeldet und hat gesagt, ich erkenne die Type, das ist ein Berlier Typ C2 Tourer aus dem Jahr 1908 und das hat irgendwie so zusammengepasst, weil er eigentlich schon um die Zeit schon auch in dem Kraftfahrzeugverzeichnis verzeichnet war. Der Herr Lehnhardt ist der Herr am Beifahrersitz. Das Interessante noch zu ihm, die drei Medaillen wurden bis 1972 für Amerika gezählt. Also bis 10 Jahre nach seinem Tod waren das amerikanische Goldmedaillen, weil er für einen amerikanischen Club bei dieser Olympiade teilgenommen hat. Und 1972 hat man sie dann Österreich zugeteilt, weil er österreichischer Staatsbürger war. Und der Herr Lehnhardt ist vergessen. Deshalb war es mir jetzt ein Bedürfnis, ihn wieder sozusagen an ihn auch mit seinem Automobil zu erinnern. Habsburg und Automobilbesitz. Sie wissen, Kaiser Franz Josef I. war ja offenbar jemand, der nicht besonders Automobile mochte. Interessant ist eine Notiz vom 23.08.1908 aus der Allgemeinen Automobilzeitung, wo erwähnt wird, dass der Kaiser Franz Josef in Ischgl am 12. August 1908 seine erste Automobilfahrt unternommen hat und das mit dem englischen König Edward, der auf Besuch war. Offenbar waren die Engländer, wie wir gesehen haben, auch von der Statistik her schon wesentlich aufgeschlossener dem Automobil gegenüber. 128.000, glaube ich, Kraftfahrzeuge in der Zeit in Großbritannien gemeldet.
Ja, interessant auch sozusagen der Nummernadel, der Kfz-Nummernadel, also die A1, die ersten Nummern im Verzeichnis waren immer für die Erzherzöge oder fürs Kaiserhaus vorgesehen. Man sieht das gerade bei Erzherzog Eugen, Erzherzog Friedrich und Thronfolger Franz Ferdinand, die haben so die ersten von A1 bis A8 sozusagen sind sie da verzeichnet. Der Erzherzog Otto, der fällt da ein bisschen heraus, weil der hat A800 und die Fahrzeuge des kaiserlichen Hofes hatten A-Römisch 1, 1 bis A-Römisch 1, 20 für sich reserviert. Also man muss, also diese Nummernabfolge war so, nicht? Also A1 bis A999. Wenn das voll war, dann ist A-Römisch 1, 1 bis A-Römisch 1, 999 gekommen und dann so weiter. Ja? Und Ende der 20er Jahre war man bei A-Römisch 33 angelangt und irgendwas und das war dann so eine lange Nummerntafel. Ja. Also von dem her hat sich dann das System ad absurdum geführt. Also ich zeige Ihnen da jetzt ein paar Beispiele. Links sehen Sie sozusagen ein Motorrad mit dem Kennzeichen A 28 197 und also diese Nummern, dieses Nummernsystem, das 1906 eingeführt worden ist, hat sozusagen auch in der Ersten Republik bis 1930 weiter bestanden. Also das A für Wien, B für Niederösterreich und so weiter. Das Burgenland bekam dann noch das M, wie es dann Teil von Österreich geworden ist. Interessanterweise auch in der Tschechoslowakei hat man dieses Nummernsystem aus der Monarchie übernommen. Also O war weiterhin Böhmen und N war weiterhin Prag und also Mähren hat auch sozusagen ein eigenes, also das übernommen gehabt. 1930 war man dann sozusagen, war es dann unhandlich, weil die so lang geworden sind, da hat man dann eine Umstellung vorgenommen. Die Buchstaben sind gleich geblieben. Die Farbe der Nummerntafel hat sich geändert von weißem Grund auf schwarzen Grund und weißer Schrift. Also die schwarzen Nummerntafeln sind eingeführt worden und nur rein die arabischen sozusagen Ziffern. Und dieses System hat bis 1939 gegolten, bis in Frühjahr 1939. Mit der Besonderheit, dass es sozusagen für Graz K, das Kennzeichen K gegeben hat, ist nicht zu verwechseln, darf man nicht sagen, wenn man irgendwie ein schwarzes Nummerntafel sieht, wo K ist, dann ist das nicht Kärnten vor 1938, sondern Graz. Kärnten ist F, noch aus der Monarchiezeit her und die Steiermark ist H, ist H gewesen. Und 1939 war dann die Umstellung wieder auf die weißen Kennzeichen. Das waren sozusagen die Kennzeichen aus dem Deutschen Reich, die sind übernommen worden. Und dann sind auch die Buchstaben umgestellt worden. W ist dann Wien geworden, aber früher Vorarlberg eigentlich die meiste Zeit. Ist ein bisschen gefährlich, wenn man ein Kennzeichen sieht, W520. Dann kann das ein weißes Kennzeichen W520, dann kann das ein Vorarlberger Kennzeichen aus den 20er Jahren sein und genauso gut aber auch ein Wiener Kennzeichen aus der Zeit von 39 bis 45. Also muss man sozusagen aufpassen, muss man sich auch die Type anschauen von dem Fahrzeug. Ist das vielleicht der Type, die es in den 20er Jahren noch nicht gegeben hat? Also ist ein bisschen tricky. Ja, also Niederdonau, Oberdonau, Tirol, Vorarlberg war zusammen mit TV, Kärnten, Steiermark. Wir sind jetzt in den 30er Jahren, also wenn man sich also wie gesagt, ab 1930 bis 1937 gibt es sehr, sehr detaillierte Statistiken. Was ich interessant finde an dieser Statistik, ist sozusagen, dass sich der Automobil, also der Kraftfahrzeugbesitz zwischen 1930 und 1937 von insgesamt 63.000 Fahrzeugen auf 112.000 Fahrzeugen verdoppelt hat.
Und dass es auch in Wien gerade eine Verdopplung gegeben hat, also von 9.000 PKWs auf 16.000 PKWs, dass allerdings die Anzahl der LKWs ist ziemlich gleich geblieben in dieser Zeit. Was auch auffällig ist, dass die Anzahl der Motorräder von 3.000 auf 10.300 gestiegen ist in Wien in den 30er Jahren. Und was auch interessant ist, dass sozusagen die Hälfte aller PKWs in Österreich sind in Wien gefahren und ebenfalls die Hälfte fast aller LKWs. Also dass Wien im Vergleich zum restlichen Österreich eine sehr starke, also Motorisierung hatte. Aber man darf das nicht, wenn man es international vergleicht, ist es sehr gering, weil im Deutschen Reich zum Beispiel, da hatte München fast schon so viele Fahrzeuge wie ganz Österreich. Ja. Also da ist man sehr von der Mobilität hinterhergehinkt. Was sehr interessant ist, ist sozusagen diese Kraftfahrzeugverzeichnisse. Also der Silberer ist ja 1924 gestorben und daraufhin haben dann die Automobilclubs der Bundesländer haben dann fast jährlich so Kraftfahrzeugkennzeichen veröffentlicht. Ich zeige Ihnen dann später noch eine Liste, wo die alle vorkommen. Das interessanteste Verzeichnis für uns war damals das Verzeichnis der Autonummern der Polizeidirektion Wien von März 1937. Das war sozusagen auch unsere Königsquelle für das Projekt. Und wir haben sozusagen dieses Kraftfahrzeugverzeichnis digitalisiert und analysiert und dann auch verglichen mit der Wiener Bevölkerung, also mit den Volkszählungsdaten von 1934. Und die Verena Pawlowski, die damals auch mit war bei dem Projekt, wir haben damals im Journal of Transport History also zwei Artikel veröffentlicht dazu. Die Verena Pawlowski hat sozusagen den Kraftfahrzeugbesitz analysiert und ich habe den Entzug von Kraftfahrzeugen ab 1938 durch das NS-Regime thematisiert. Und ich habe jetzt eine Tabelle, die sie analysiert hat, herauskopiert aus ihrem Artikel. Und was interessant ist, dass sozusagen bei den Selbstständigen gibt es die ja nur 3,1% sozusagen der Beschäftigten oder der Gewerbetreibenden oder der Berufstätigen waren, gibt es einen sehr hohen Prozentsatz von Automobilbesitzern. Also 21,4% der Selbstständigen haben, also 21,4% der Automobilbesitzer sind selbstständig, aber nur 3,1% der Arbeitenden sind selbstständig. Eine weitere Berufsgruppe, wo ein sehr hoher Anteil ist an Automobilfahrern oder Automobilisten, sind die Ärzte. Bei den Ärzten Doktors. Ja, 0,4 gegenüber 0,3. Ne? Genau, also 3.800 Ärzte hat es in Wien gegeben und davon haben fast 10% ein Automobil besessen, was sozusagen einen wesentlich sozusagen höheren Beitrag ist. Ja. Also das sind sozusagen die Berufsgruppen, die da besonders hervorstechen. Und bei den jetzt leite dann ist es sozusagen über auch für den jüdischen Automobilbesitz, weil die Hälfte der in Wien zugelassenen Ärzte 1938 waren jüdisch. Und das heißt dann sozusagen auch, dass auch besonders viele jüdische Ärzte auch Automobile besessen haben und da auch ein sehr hoher Entzug oder Raub stattgefunden hat. In der nächsten Folie habe ich Ihnen jetzt einen Überblick gemacht, aus welchen Jahren gibt es Kraftfahrzeugverzeichnisse. Also Wien 1907, 1913, dann gibt es eine 1913, 1914, dann gibt es eine Pause bis 1923.
Da gibt es dann Veröffentlichungen in der Österreichischen Auto- und Motorradzeitung. Das sind nicht komplette Listen, sondern Nachträge von 1923, also Neuanmeldungen, Ummeldungen. Für 1927 gibt es wieder eine komplette Liste. Und diese Liste ist auch besonders interessant, weil es die einzige Liste ist, wo auch die Motorradfahrer drinnen verzeichnet sind, also die Motorräder und die Automobile und die LKWs. Von 1929 bis 1932 gibt es in der Autowirtschaft eine sehr genaue Aufstellung wöchentlich oder 14-täglich der Neuanmeldungen. Also Personen, die ein neues Fahrzeug gekauft haben, erscheinen dann in dieser Liste drinnen. 1932 gibt es angeblich eine Kfz-Liste, die ist aber verschollen. Auch in der Nationalbibliothek ist sie zwar im Verzeichnis drinnen, aber nicht mehr vorhanden. 1936 gibt es eine Liste und 1937. Alles, was grün unterlegt ist, ist in der Kfz-Online-Datenbank drinnen und das Gelbe, da gibt es schon Excel-Listen dazu, weil in der Vergangenheit hat es immer Freiwillige auch gegeben, die, diese Listen abgetippt haben für uns. Wie schaut es in den anderen Bundesländern aus? Also interessant ist Böhmen, da gibt es schon, und Böhmen und Prag, da gibt es im Prager Tagblatt Veröffentlichungen von den Automobilbesitzern aus Böhmen und aus Prag, 1906, 1909, also sehr dicht. Niederösterreich, wie gesagt, 1907 und 1915, 1936 teilweise, also da gibt es einzelne, also von den einzelnen einzelnen Bezirkshauptmannschaften fehlen dort allerdings die wichtigen Baden, Mödling, Wiener Neustadt, Land und Neunkirchen. Die fehlen leider. Es gibt in der neuen freien Presse einen Hinweis darauf, dass es ein Kraftfahrzeugverzeichnis veröffentlicht wurde 1937 von Niederösterreich und Burgenland. Das habe ich aber noch nirgends irgendwo gefunden, also in keinem Archiv. Und so weiter. Also was auch interessant ist, ist, dass diese Tradition mit den Kraftfahrzeugkennzeichen auch nach 1945 weitergeführt worden ist. Also es gibt von Kärnten 1950 eines, Oberösterreich 1952 und von Salzburg also von Salzburg 52 und 53 eins. Und besonders interessant, von Vorarlberg gibt es noch aus dem Jahr 1978 eine komplette Liste. Das ist so ein Wälzer. Man hat dann, warum hat man damit dann aufgehört? Also es ist sehr interessant, dann das zu verfolgen. Die Bundespolizeidirektionen haben nicht mehr dann diese Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und irgendwie Adressverlagen aus Datenschutzgründen. Also die wollten das dann nicht mehr, das ist schon in den 50er Jahren sozusagen diskutiert worden und damit ist dann sozusagen diese Tradition der Veröffentlichung der Kraftfahrzeugkennzeichen dann aufgegeben worden in Österreich. Das ist jetzt nicht nur ein österreichspezifisches Gebiet, die Kraftfahrzeugkennzeichen, Verzeichnisse in Deutschland hat es auch gegeben, aber da ist die Tradition schon Ende der 20er Jahre aufgegeben worden, einfach weil so viele Fahrzeuge dann waren und diese Listen dann, es war unmöglich, diese Listen ajour zu halten und regelmäßig dann zu veröffentlichen. Als nächstes zeige ich Ihnen ein paar Fotos, das sind Fotos, die uns User und Userinnen der Datenbank zur Verfügung gestellt haben. Und wir versuchen auch immer wieder, also wenn wir die finden offenbar Urgroßmutter oder Urgroßvater mit ihrem Fahrzeug in der Datenbank verzeichnet und sagen, dann schicken sie ein Foto, wir haben das gefunden und wir können auch sozusagen das Foto dann in die Datenbank hineintun und eine Geschichte dazu erzählen. Und das sind dann sehr, sehr interessante Geschichten, die da zustande kommen. Also links unten dieses Foto, was ja auch eben auf der Homepage für die Bewerbung des Vortrages war, das ist ein Automobil,
eines Arztes aus vom Herrn Größwang aus Niederösterreich. Und die Familie Größwang hat von 1911 bis heute durchgehend Automobile und hat auch mir eine genaue Liste geschickt, mit welchen Automobile sie hatten. Und alles fotografisch dokumentiert und auch historisch dokumentiert, wie lang welches Fahrzeug im Besitz war. Also dieses Fahrzeug zum Beispiel, der Steyr 220, war von 1937 bis 1952 im Familienbesitz. Und dadurch, dass er Arzt war, hat er auch in der Kriegszeit das Fahrzeug benutzen können, weil es sozusagen wichtig war, auch kriegswichtig als Arzt tätig zu sein. Aber es sind nicht nur sozusagen private Aufnahmen, es sind auch Aufnahmen, die von Spediteuren oder auch von Autowerkstätten, die uns da übersendet worden sind damals. Ich zeige Ihnen die Datenbank. Der Link wird wahrscheinlich jetzt, also Sie können über die Homepage des Technischen Museums in die Datenbank einsteigen und nach unterschiedlichen Sachen suchen, entweder nach Namen, auch nach Orten oder Kraftfahrzeugkennzeichen, aber es geht auch nach Motornummern und Fahrgestellnummern. Also, und man kann auch unterschiedliche Filter anwenden. Und in dieser Kfz-Datenbanken, wir nennen es Datenbanken, es ist zum einen sozusagen der Automobilbesitz vor 1938 in Österreich von 35 bis 38 versucht man abzubilden und es sind ungefähr 75% der Automobile sind in dieser Datenbank drinnen, die damals zugelassen waren, also von Gesamtösterreich. Und es gibt noch die Datenbank zum NS-Kfz-Raub und zu dem möchte ich Ihnen jetzt noch ein paar Sachen erzählen. Der jüdische Kraftfahrzeugbesitz in Österreich vor 1938, also insgesamt hat es 33.000 PKWs und 15.000 Lastwagen gegeben und ca. 50% der Automobile waren in Wien gemeldet und wie wir dann herausgefunden haben, also von den 15.000 PKWs waren dann ungefähr noch 2.000 Taxis dabei. Und wenn man das sich anschaut, dann sind 3.000 PKWs sind arisiert worden in Wien und es sind ungefähr 20% aller damals in Wien zugelassenen Kraftfahrzeuge. Also wenn Sie sich vorstellen, von heute auf morgen wird jedes fünfte Fahrzeug, was draußen vor der Tür steht, konfisziert von der Behörde oder von irgendwelchen anderen Leuten. Es wird einen Riesenaufschrei geben und sagen, Wahnsinn, ja. Also, aber ungefähr diese Größenordnung war das 1938 im März. Und das ist, kann man durchaus sagen, sozusagen der größte Autoraub in der Geschichte Österreichs gewesen. Das überspringe ich jetzt. Also wir haben folgende Quellen ausgewertet, die Vermögensanmeldungen, die im österreichischen Staatsarchiv sind. Da gibt es 49.194 Personen, die eine Vermögensanmeldung abgegeben haben. Und wir haben das ziemlich genau, glaube ich, wir haben jedes Fahrzeug jetzt gefunden in dieser Vermögensanmeldung drinnen. Also da haben 2.928 Personen 3.494 Kraftfahrzeuge besessen und die sind dann auch in unserer Datenbank drinnen. Bitte? Haben Sie das mit Autonummer bekannt gegeben oder nur Fahrzeug? Das ist sehr unterschiedlich. Also manche geben es sehr genau an mit Motornummer, Fahrgestellnummer, wie viel es gekostet hat, Type. Manche geben es nur an, ein Auto, PKW, beschlagnahmt, andere nur ein Motorrad. Also interessanterweise, Motorräder werden kaum angegeben in den Vermögensanmeldungen. Ich glaube nicht, dass es so wenig Motorräder gegeben hat im jüdischen Besitz. Wahrscheinlich waren die Werte
dann zu gering oder so von diesen Fahrzeugen. Also auch Fahrräder sind ganz selten angegeben worden in den Vermögensanmeldungen. Der Startpunkt des ganzen Projekts war eigentlich dieser Fiat 522, den das Technische Museum 1950 von den Bundesgärten Schönbrunn bekommen hat. Das Interessante ist, neben diesem Fahrzeug sind auch ein paar Unterlagen übergeben worden. Ich weiß nicht, ob Sie es da sehen können, das ist ein Kaufvertrag der SA mit dem Bundesgärten Schönbrunn von September 1939. Und da ist auch das polizeiliche Kennzeichen vermerkt, A10000 887. Und da kommt unser Kraftfahrzeugverzeichnis dann ins Spiel. Wenn man dann nachschaut, dann ist dieses Fahrzeug angemeldet gewesen auf Rosa Glückselig, Neue Lehrenfelder Straße 27 in Wien 17. Und die Frau Rosa Glückselig war Jüdin, die verfolgt wurde. Und der Familie gelang die Emigration nach Buenos Aires. Und die Rosa Glückselig und ihr Ehemann Moritz sind in den 70er Jahren in Buenos Aires verstorben, aber ihr Sohn lebt noch, ich glaube, er lebt noch in Buenos Aires, 1924 geboren. An ihn wurde dann dieses Fahrzeug dann restituiert und er hat dann seiner Urenkelin, der Friederika Glückselig, dann eine Reise nach Wien finanziert, um dieses Fahrzeug zu besuchen. Und sie ist dann zu uns gekommen ins Depot und hat dann das Fahrzeug ihrer Großmutter angeschaut. Also es war dann so, also wir haben dieses Fahrzeug dann, was ihm restituiert wurde, haben wir dann schätzen lassen und ihm dann ein Angebot unterbreitet und es dann zurückgekauft. Und jetzt ist es sozusagen im Besitz also rechtmäßig erworben, im Besitz vom Technischen Museum. Und auch in der Ausstellung Inventar Nummer 38 ausgestellt. Und für uns ist es eigentlich ein wichtiges Objekt, weil mit dem Objekt kann man Jugendlichen und jungen Menschen eigentlich sehr genau auch vermitteln, was es bedeutet hat, damals in der NS-Zeit sozusagen dieser Raubzug der Nazis. Also wer hat dann Klimt, an Schiele, an Kokoschka zu Hause hängen, aber jeder hat ein Auto vor der Tür. Und so kann man auch Jugendlichen vermitteln, wie arg das eigentlich war damals, sozusagen, dass die Leute so entrechtet wurden und der Besitz einfach weggenommen worden ist. Und die Familie hat auch uns ein paar Fotos zur Verfügung gestellt. Das ist die Rosa Glückselig mit ihren beiden Söhnen, der mit dem Lockenkopf. Das ist der Friederico Glückselig, an dem das Fahrzeug restituiert wurde. Und den sieht man dann auch auf dem rechten Foto. Links der ältere Herr, das ist der Friederico, das war glaube ich 2007 oder 2008 ist das aufgenommen worden. Es gibt dann noch ein weiteres Fahrzeug bei uns, ein Austro Daimler ADR, Baujahr 1930, Motornummer 24.001. Der ist im Auftrag der Gestapo im Dorotheum im August 1938 versteigert worden. Da konnten wir noch keinen Vorbesitzer eruieren. Also die Gestapo hat ungefähr 1000, 1200 Automobile durchs Dorotheum versteigern lassen, die beschlagnahmt worden sind. Das Interessante ist an dieser Liste, es sind die Fahrzeuge verzeichnet mit ihren Motornummern. Und damit sind diese Fahrzeuge heute auch noch identifizierbar und die Liste haben wir abgetippt und die ist auch in dieser Kfz-Datenbank drinnen. Ein Ergebnis der Provenienzforschung im Deutschen Museum war, dass das Deutsche Museum hat 2007 ein Steyr-Baby erworben, und zwar aus Budapest. Und da wurde die Geschichte erzählt, dass dieser Wagen ursprünglich einem Wiener Zahnarzt gehört hätte. Und das Fahrzeug wäre 1939 von der Militärregierung konfisziert worden und wäre von den Deutschen als Botschaftsfahrzeug in Budapest verwendet worden und ist dann in Ungarn verblieben und 2007 vom Deutschen Museum dann erworben worden. Wir haben zwar die Motornummer, aber die ist bisher noch nirgendwo aufgeschienen.
Und deswegen können wir auch keinen Vorbesitzer zuordnen. Noch was, also die vielleicht die berühmtesten sozusagen, die in der Kfz-Datenbank zumindest Raub drinnen sind, sind die Fahrzeuge vom Sigmund Freud. Der Sigmund Freud hat einen Chauffeur, Josef Malina, sieht hier ein Fahrzeug, ein Graef & Stift SR1 mit, vom Sigmund Freud und mit seinem Fahrer, dem Josef Malina. Und wie Freud dann 1938 in die Emigration ist, hat er seinem Chauffeur Malina als Abfertigung sein Steyr 50 Baby übergeben oder wollte es übergeben. Dieses Fahrzeug ist aber schon zuvor von der Gestapo beschlagnahmt worden und er ist dann, der Josef Malina, zur Gestapo hingegangen und wollte das Fahrzeug sozusagen mit der Bestätigung von Freud als Abfertigung dann übernehmen, woraufhin ihm gesagt wurde, ein Jud hat nichts zum Verschenken. Und das Fahrzeug blieb sozusagen beschlagnahmt. Und die Tochter vom Chauffeur hat diese Bestätigung von der Beschlagnahme des Fahrzeugs, die er damals ausgestellt bekommen hatte, von irgendeinem SSler oder von der Gestapo noch zu Hause. Und wie wir die Kraftfahrzeugdatenbank 2013 oder 2013, was glaube ich, veröffentlicht haben, hat sie sich dann gleich gemeldet und hat uns diese Dokumente zur Verfügung gestellt. Also das ist das Steyr Baby, Steyr 50, also mit dem ist der Sigmund Freud sicher nicht selber gefahren, aber die Anna Freud war eine begeisterte Autofahrerin und offenbar ist sie sozusagen mit dem Fahrzeug gefahren. Ein weiteres Fahrzeug, was beschlagnahmt worden ist, ist vom Karl Farkas. Der war auch ein begeisterter Automobilist. Der hatte einen amerikanischen Buick mit dem Kennzeichen, also mit Wiener Kennzeichen 4203. Und das Interessante ist, also ich habe Ihnen das Kraftfahrzeugverzeichnis von Wien hier, dieses Verzeichnis, Autonummer der Polizeidirektion Wien, Ausgabe 1937, das ist im Besitz der Kultusgemeinde und wir haben das ausborgen können zum Kopieren. Und die Kultusgemeinde hat es vom Sessler Verlag bekommen und der Sessler Verlag hat es aus dem Nachlass von Karl Farkas. Und auch das, wo sein Auto verzeichnet ist in dem Kraftfahrzeugverzeichnis, ist es mit Bleistift unterstrichen. Also der Farkas hat das offenbar noch mit Hand sich selber drinnen gesucht und dann unterstrichen. Ja, diese Fotos sind im Wiener, also im Niederösterreichischen Landesarchiv. Es geht noch eine Geschichte oder soll man jetzt abbrennen? Also es ist eine letzte, also die ist etwas speziell und anhand von dieser Geschichte wollte ich Ihnen auch zeigen, wie was man mit diesen Daten und Sachen machen kann. Ja. Also wir haben in unserem Kfz-Verzeichnis drinnen gehabt, den Tatra mit dem Kennzeichen A784 vom Arnold Segal. Dann hat sich irgendwann einmal 2015, glaube ich, der Jerome Segal, also ein Historiker auf der Uni Wien, ein Urenkel, glaube ich, vom Arnold Segal, gemeldet und hat gesagt, er hat das Vermögensverzeichnis von seinem Opa gefunden und da ist drinnen Tatra A784, was das bedeutet. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist das Automobilkennzeichen vom Tatra, also von seinem Vater, von seinem Urgroßvater, können aus Grund dieses Kennzeichens jetzt sagen, okay, das ist eindeutig ihm zuzuordnen, weil es im Kfz-Verzeichnis auch verzeichnet ist. Dann war es interessant, war gerade zu dieser Zeit eine Ausstellung vom Robert Haas im Wien-Museum. Damals ist der Nachlass vom Robert Haas vom Wien-Museum angekauft worden. Und in dieser Ausstellung waren auch Automobile. Also er hat in Wien so Street-Fotografie gemacht und ist herumgegangen und hat 37 in Wien Automobile fotografiert, die auch in der Ausstellung waren. Und da es im,
im Nachlass dann mehrere noch Fahrzeuge gegeben hat, habe ich mir die alle angeschaut und siehe da, er hat tatsächlich zufällig auch das Auto vom Herrn Segal fotografiert auf der Straße in Wien, eben diesen Tatra. Und aufgrund dieses Fahrzeugs, also konnte man auch sagen, okay, das ist jetzt der Tatra 77, das war damals ziemlich eine Luxuslimousine. Und daraufhin hat der Jérôme Segal dann beim Archiv der Tatra-Werke nachgefragt und die Tatra-Werke haben noch Verkaufsbücher aus der Zeit. Und die konnten herausfinden, dass das Fahrzeug am 17.09.1936 im verkauft wurde. Das ist das Tatra 77A war. Sie konnten sogar den Verkaufspreis feststellen, die Bestellnummer und die Motornummer und die Fahrgestellnummer. Und mit dieser Motornummer 201643, absoluter Zufall, es gibt von der Polizei herausgebenes Werk, ein Verkehrs, wo verlorene Kraftfahrzeugpapiere verzeichnet sind. Also wenn man was verliert, dann, also das Verkehrsblatt, da werden die im Verkehrsblatt aufgeschrieben und die verlieren sozusagen ihre Gültigkeit, wenn wer es findet. Und das Interessante ist, also in langen Novembernächten im Lockdown hat man nichts anderes zu tun, als diese Verkehrsblätter von 1939 bis 1945 durchzublättern und alle Wiener und österreichischen, ostmärkischen Daten herauszuschreiben. Und siehe da, tatsächlich hat am 24. April 1942 gibt es eine Nachricht in diesem Verkehrsblatt, dass ein Tatra mit der Motornummer 201643 zugelassen auf Fritz Bernhard, Wien 17, Promenadengasse 10, der seine Fahrzeugpapiere verloren hat und deshalb ungültig sind. Jetzt konnten wir wissen, okay, der Herr Segal hat sein Fahrzeug also nicht mitgenommen in die Emigration, das blieb in Wien. Und wir konnten jetzt wissen, okay, der Herr Fritz Bernhard aus Wien 17, Promenadengasse 10, war 1942 offenbar der Eigentümer dieses Fahrzeugs. Wie kommt der Herr Bernhard in den Besitz dieses Fahrzeugs? Dann haben wir nachgeschaut im Lehmann und im Lehmann ist der Bernhard Fritz als Reklamemaler verzeichnet mit zwei Adressen, mit der Naglergasse 2 und mit der Wohnung Promenadegasse 10. Die Naglergasse 2 war genau die Heimadresse vom Herrn Segal. Also der Herr Segal und der Herr Bernhard waren Nachbarn 1938. Und wir wissen zwar nicht, wie das passiert ist, aber offenbar hat der Herr Nachbar vom Herrn Segal das Auto übernommen. Ob der es jetzt ihm einfach weggenommen hat oder ob der Herr Segal den Herrn Bernhard gesagt hat, ich muss in die Emigration, wollen Sie mein Auto, ich verkaufe Ihnen mein Auto unter der Hand, nehmen Sie es, wissen wir nicht. Ja. Allerdings, der Herr Franz Bernhard als Reklamemaler ist keine unbekannte Person. Er hat von 1900 bis 1945, Werbeplakate gemalt, sowohl für die österreichische Fremdenverkehrswerbung in den 30er Jahre als auch für die Nationalsozialisten in der Kriegszeit. Und das sind ein paar von seinen Werken, die er da gemacht hat. Und was noch interessant ist, dass der Kriegsmaler Fritz Bernhard am 25. Jänner in Wien 1945 in Wien verstorben ist. Und da wird jetzt erwähnt, dass er als Kriegsberichter der Luftwaffe im Kaukasusfeldzug dabei war und dass er als Porträtist und Kriegsmaler eingesetzt war. Und das Interessante ist, dass er offenbar er war jemand, der im Regime sehr gut verankert war, was die Wahrscheinlichkeit vielleicht erhöht, dass er sich nicht sehr, dass er wahrscheinlich sich eher das Auto widerrechtlich angeeignet hat, möglicherweise, aber wir wissen es nicht. Interessant ist,
dass sich noch einmal die Kollegen aus Tschechien gemeldet haben und dass sie an eine Mitarbeiterin des Tatra-Museums hat an den Herrn Segal geschrieben, dass sie jetzt noch einmal in einer anderen Liste den Tatra 77 von seinem Urgroßvater entdeckt hat, und zwar als Evidenzliste als Wehrmachtsfahrzeug mit der Wehrmachtsnummer 833617, und dass dieses Auto dann später von der slowakischen Armee, die ja Verbündete waren des Deutschen Reiches, dann übernommen worden ist und mit dem Kennzeichen V277 registriert war. Und dass dieses Fahrzeug offenbar zuletzt irgendwo in Italien eingesetzt war. Und damit hat sich dann verläuft sich dann die Geschichte des Fahrzeugs. Man kann jetzt überlegen, also es war Wehrmachtsfahrzeug. Es war damals nicht ungewöhnlich, dass die Soldaten mit ihren Fahrzeugen eingezogen sind zur Wehrmacht. Also dass der Herr Bernhard als Kriegsberichterstatter mit seinem Privatfahrzeug sozusagen in die Wehrmacht eingezogen worden ist und sein Privatfahrzeug dann verwendet hat, und dass das dann offenbar nach seinem Tod dann im Besitz der Wehrmacht geblieben ist, beziehungsweise dann die slowakische Armee übernommen hat. Auf alle Fälle, wir sind selber überrascht gewesen, wie viele möglichen und unterschiedliche Stränge sich da ergeben können, und vielleicht taucht dieser Tatra 77 irgendwo bei einer Auktion dann auf, und so wie er ist, ist er ein sehr schnittiges Fahrzeug, ein sehr futuristisches Fahrzeug aus den 30er Jahren, stromlinienförmig, Hans-Lede Winker, einer der bekanntesten österreichstämmigen Ingenieure, hat das Fahrzeug designt. Und so ein, normalerweise wird so ein Luxusauto nicht einfach verschrottet, sondern findet sicher irgendwo einen Liebhaber. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass es vielleicht noch irgendwo gibt. Mit dem will ich jetzt enden. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Und ja, wenn Sie noch Lust haben auf Fragen. Zwei Hinweise bei dir. Der Anteil der relative Anteil der jüdischen Autobesitzer in Wien ist sogar noch etwas höher zu gewichten, weil wenn man die Taxis quasi als Nicht-Privatfahrzeuge oder Privatfahrzeuge abzieht, ist man bei ungefähr 25%. Und der Bevölkerungsanteil war bei ungefähr 10%. Also ja. Kann man hochrechnen. Und das führt mich auch immerhin zu einer Frage. Es gibt Fotos von einem Taxler-Streik um 1930 in Wien. Und da hat man den Eindruck, also zumindest was die Taxis anbelangt, gab es ja doch schon einige in Wien. Nun waren ja Autos und insbesondere Taxis nicht billig und Taxikonzessionsbesitzer auch nicht die reichsten Personen. Wie konnten sich die diese Fahrzeuge leisten? Gibt es da irgendwelche Hinweise? Haben sie das ab Raten gezahlt? Oder wie ist es gelaufen? Also bei den Taxis hat es größere Firmen gegeben, die teilweise ganze Taxiflotten hatten und wo dann die Fahrer sozusagen einfach Angestellte waren von den Firmen. Und es hat auch Privatpersonen gegeben, die Einzellizenz hatten. Und das ist eigentlich auch ein interessantes Phänomen, dass es die Taxidichte relativ hoch war. Also es sind 2.000 bis 3.000 Taxis in Wien bei nur 12.000 Privat-PKWs. Das zeigt offenbar, dass es an Markt gegeben hat für, also mit dem Auto unterwegs zu sein in Wien. Ja. Ja, also dass viele sich das wahrscheinlich damals noch nicht als Privat-PKW leisten konnten, aber zumindest eine Taxifahrt war möglich, war erschwinglich. Ist interessant. Ja. Also von dem her hat das eine sehr, also
ich weiß nicht, keine Ahnung, wie jetzt der Prozentsatz von den Taxifahrzeugen in Wien zu den normalen Pkw-Besitzern ist, aber wahrscheinlich ist es eher geringer. Stimmt das, dass da auch schon viele Elektrofahrzeuge dabei waren, unter den Taxifahrzeugen, wie in anderen Städten auch? Also zwischen 1900 und 1910, ja, aber dann ist sozusagen der Elektroanteil unter den Kraftfahrzeugen rapide zurückgegangen und es hat sich eigentlich der Verbrennungsmotor durchgeführt. Also in Wien hat es den Lohner gegeben, mit dem Lohner Porsche, die ja Elektromobile angeboten haben, auch Elektrobusse. Und das Problem war damals das gleiche wie heute oder mittlerweile nicht mehr so. Also im Schnitt ist man mit einer Akkuladung 30 Kilometer weit gekommen in der damaligen Zeit. Das hat für den Stadtverkehr durchaus ausgereicht. Aber für Überland war es natürlich nicht praktikabel. Und man muss ja auch sagen, dass sozusagen, also die Anne Ebert sagt das ja auch immer, dass das Automobil ja eigentlich designt wurde nach den Bedürfnissen dieser Herrenfahrer, auch der Aristokratie, den Sportlern, die halt eigentlich ein Gerät haben wollten, mit dem man weite Strecken fahren kann. Und das technisch anspruchsvoll war. Und ein Elektroauto hat damals sozusagen, war auch von der Technik her eigentlich einfacher als ein Automobil, also ein Verbrenner. Und von der Geschwindigkeit her waren die ersten Elektrofahrzeuge auch von der Beschleunigung viel besser als ein Verbrenner. Es war Der einzige große Nachteil war halt die Reichweite und der Herrenfahrer oder die aristokratischen Herrenfahrer wollten sich persönlich halt unabhängig machen vom Fahrplan der Eisenbahn und halt selbstständig sozusagen ins Gelände fahren und das Gelände für sich erobern. Und da war halt dann der Verbrennungsmotor die Wahl. Aber für den Stadtverkehr, also in gerade New York gibt es immer wieder Berichte, dass es gerade um 1905 oder so die Zahl der Elektroautos viel, viel höher war als die Zahl der Verbrenner. Ich hätte noch eine Frage zur Datenbank. Es ist nämlich dargestellt, was alles drin ist und was nicht drinnen ist. Gibt es Hoffnung über irgendein Projekt oder so, irgendwie diese nicht so vielen oder eigentlich überblickbaren Verzeichnisse, die erwähnt wurden, in die Datenbank zu bringen oder in ein Crowdsourcing-Projekt oder irgend sowas, weil wäre irgendwie schade, weil die Quellen ja überblickbar sind, aus denen man schöpfen kann. Ne? Ja, also die Gelbmarkierten sind ja schon digitalisiert in Excel-Listen, und da ist der Plan, dass wir das hoffentlich bald einmal in die Datenbank einspielen können. Und auch es hat immer in der Vergangenheit auch immer wieder Freiwillige gegeben, die Listen digitalisiert haben, weil es auch handschriftliche Listen waren, die halt wesentlich, also manche waren handschriftlich oder in Kurrentschrift, so konnte man die nicht mit Maschinenlesprogrammen digitalisieren, so musste abtippen. Aber das ist eigentlich, ich verfolge das weiter, dass man das weiter ausbaut. Kann ich vielleicht noch eine Anekdote beisteuern, die mich besonders immer amüsiert hat, aber die was auf den Punkt bringt, aus der Frühzeit des Automobilismus in Wien, weil wir vorher geredet haben über Klang und Krach und Gefahr, wenn die Autos auf der Straße unterwegs waren. Und da gibt es ja, glaube ich, es war um 1910, den heute vergessenen Schriftsteller Robert Michel, der einen Selbstversuch gemacht hat und die Ringstraße überqueren wollte, nämlich lesend. Also sich an alte Zeiten erinnert sozusagen, früher hat man ja lesend über die Ringstraße gehen können. Und das wollte er wiederholen, 1910, und hat halt begonnen, seinen Fuß auf die Straße zu setzen und ist dann halt von den vielen Menschen, die auch noch unterwegs waren, aber den Fuhrwerken,
dann insbesondere aber, schreibt er, dann wirklich von einem Auto richtig angebellt worden. Die Hupen waren ja damals doch exzessiv laut und viele Hupen hat es gegeben. Und das beschreibt er ziemlich dramatisch, wie ihn das schockiert hat und aus der Lektüre natürlich herausgerissen hat. Und dann hat er sich aber wieder gefasst, es ist nichts passiert. Und er hat dann sicher die andere Seite der Straße erreicht und sich dann quasi bei der Opernkreuzung in die Kärntnerstraße hineingelesen, noch erfolgreich. Aber das zeigt einfach diese ganzen Sinneskollisionen, die da in dieser Frühzeit auf der Straße und auf den Hauptverkehrsstraßen, muss man sagen, vor allem noch existiert haben und wo diese Gewöhnungsfaktor noch ganz, ganz neu und frisch war, oder einfach, genau wie du gesagt hast. Ja, also insofern ist es sehr spannend, eigentlich sich mit dieser Frühzeit des Automobils auseinanderzusetzen, weil da eigentlich Diskussionen sind, die also sehr aktuell auch sind. Ja. Also da sind halt Sachen den Leuten halt aufgefallen, weil sie es zum ersten Mal erlebt haben. Und mittlerweile ist es für uns Alltag und eigentlich auch nicht mehr so was Besonderes. Aber wenn man sich sozusagen mit dieser um 1900 mit diesen Eindrücken auseinandersetzt, dann wird man auch selber wieder sensibilisiert für diesen Alltag, der uns alle umgibt im Verkehrsbereich oder wenn man auf die Straße tritt. Und wie lange es auch im Regelwerk kommt, dass das quasi in organisatorische oder auch gesetzliche Bahnen gießt und wir uns kalibrieren, dass wir mit dem irgendwie umgehen können. Ja. Wir müssen noch, glaube ich, Fragen. Das ist eine Frage. Genau. Ich hab eine Frage aus dem Chat. Was es für einen Grund gibt, dass früher fast alle Vordertüren der Fahrzeuge anders aufgegangen sind als heute? Also alle, die man auf den Bildern gesehen hat, da sind die Türen anders aufgegangen. Was das für einen Grund hat? Das kann ich eigentlich nicht sagen, ja, weil das ist ist mir eigentlich noch nie aufgefallen. Ja. Wahrscheinlich ist es eine Designfrage, also desjenigen, der diese Automobile designt hat. Also was auffällig ist, dass bis Mitte der 30er Jahre auch in unseren Breiten die meisten Fahrzeuge offene Fahrzeuge waren. Und das überrascht mich immer wieder, weil ja die Witterung bei uns ist ja nicht unbedingt angenehm im Winter, wenn man da mit dem Mantel drinnen sitzt. Aber da war offenbar noch irgendwie das aus der Zeit der Kutsche so noch das, die Vorstellung vorhanden, okay, das Fahrzeug kann ruhig offen sein oder so. Das beantwortet jetzt nicht die Frage mit der Tür, aber ist vielleicht ein anderer Aspekt, der mir eher sozusagen aufgefallen ist. Also ich kann es eigentlich nicht sagen, ja, also warum das so ja, ist. Ja, es gibt noch einen Kommentar dazu, dass es eben bequemer zum Ein- und Aussteigen ist. Also ganz offensichtlich praktikable Gründe einfach hat, und das anders ist. Ja, wenn man von vorne kommt, dann ist es bequemer. Ist es technisch einfacher, wenn so wie hier Mittelsteher die Scharniere sind? Und da schaut das uns ja auch gegenwärtig. Wenn die Scharniere am Mittelsteher sind, das senkrecht ist, dann ist es technisch einfacher. Möglich. Ich weiß es nicht. Da kann man es wieder anbringen. Ja, am 24. nächste Woche, aber ich weiß nicht, vielleicht kannst du Susanne sagen, weil nächste Veranstaltung. Ich darf ein Dank sagen für die Aufmerksamkeit und auf unsere nächste Veranstaltung hinweisen, die ich aber jetzt nicht genau präsent hatte. Ich glaube, es geht ums Thema Schule. Ist das richtig? Nein. Der Christoph soll es vielleicht ich weiß es eben auch nicht. Am 25. November ist das euer Themenschwerpunkt zum Stadtrecht. Ja, ich weiß nicht, wie das Titel lautet. Das war das Problem. Unsere Stadt im Mittelalter. Mittelalter in Wien. Das jüdische Wien. Ja. Genau. Also es geht
Also den genauen Titel habe ich jetzt auch gerade nicht präsent, aber es geht um, es geht einerseits um die Ausstellung im Jüdischen Museum, wo die Kuratorinnen und Kuratoren sprechen. Und das Zweite ist, dass die Frau Doktorin Evelina Brucker dann noch ihren Vortrag hält. Es ist eingebettet eben in den Themenschwerpunkt Stadtrecht. Und wir überlegen gerade, es dann doch komplett online zu machen. Und das werden wir morgen klären, einfach mit den steigenden Infektionszahlen, dass wir uns da doch wieder entsprechend anpassen. Das geht. Ich werde dann noch ein Newsletter morgen oder am Samstag ausschicken, wo es dann definitiv drinnen steht. Und auch auf der Website werde ich es dann auch veröffentlichen. Ja, also das wird am 25. sein. Und ich glaube dann, der nächste ist am 16. Dezember eben zum Thema nochmal, also zum Thema Schwerpunkt Schulen. Da geht es dann um einen Workshop, wie man mit Quellen Schulgeschichte und letztlich auch Kretzelgeschichte schreibt oder welche Quellen es da gibt und wie man da was man daraus lesen kann. Dr. Waldstetten wirft ein, dass es am 9. Dezember auch noch einen Vortrag gibt. Am 9. Den habe ich jetzt nicht parat gehabt. Das ist der Vortrag vom Christian Lavatsch zu den Italienern. Ich habe nicht alle ganz auswendig, vor allem die Daten, aber ich glaube, es ist am 9. Dezember, stimmt ja. Das ist der Vortrag zu den Italienern in Wien. Gut. Genau. Und wir werden dann einfach informieren, ob es dann rein online ist oder ob es vor Ort ist. Vermutlich alles online. Ja. Also derzeit vor Ort maximal 24, also ja, maximal 25 Personen oder 24 mit 2G. Das ist, schauen wir mal dann, wie es dann ist. Gut. Für heute danke fürs Kommen und für die Aufmerksamkeit. Danke auch an den Vortrag. Ja, und noch soll noch ein vielen Dank auch aus dem Chat ausrichten und ja, genau. Und ein schönes Wochenende wünschen. Okay, danke. Danke. Gut. Danke.